mein Gott, Leute! Es kommt einfach am 17. der Hogwarts Legacy Trailer. Daniel, der ist schon längst draußen. Ach so. Naja, gut, aber dann wisst ihr ja zumindest schon mal, wie der war. Und ich hoffe, er war gut, weil ich weiß das noch nicht. Heute ist bei mir der 14. und von daher noch 3 Tage und ich freue mich. Und ja, ich sollte vielleicht keinen Hype streuen, der schon längst, quasi nicht vorbei ist, aber wo das, worum ich gehypt bin, quasi schon erlebt wurde. Und Leute, herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Harry Potter Hogwarts Mystery mit mir, dem Dagi LP. Und ja, heute eine sehr, sehr spannende Folge. Warum genau? Das zeige ich euch mal. Wir werden heute das Grande Finale vom 3. Quidditch-Pokalfinale spielen. Und wir werden das Finale von Kapitel 32 spielen und das Urteil gegen den Zauberer im weißen Umhang erfahren. Und ja, Leute, ich bin gespannt. Ich bin hyped und deswegen will ich gar nicht lange um den heißen Brei quatschen. Trevor ist auch dabei und deswegen würde ich sagen, let's go. Meine Damen und Herren, hier ist wieder Daniel, der Quidditch-Moderator, der eigentlich gar nicht moderieren kann, weil er spielen muss. Deswegen überreiche ich mein Wort an Murphy McNally. Herzlich willkommen, Hexen und Zauberer, zu diesem Match, auf das ihr alle gewartet habt. Das Quidditch-Pokalfinale. Daniel, ich will ein Kind von dir. Ich liebe dich. Daniel, bist ein Sekunde. Warum ist André? Ah ja gut, er ist ja auch kein Slytherin. Ja, okay. Das Held ist... Ja, stürzt halt ab, Spiel. So, Leute, da sind wir wieder. Dieses Spiel stürzt häufiger ab als am Anfang, als es rauskam. Sollte man nicht meinen, dass das Spiel dann immer besser wird und nicht schlechter? Das Feld ist wieder in hervorragendem Zustand und es ist kein Gnom in Sicht. Heute ist ein wunderschöner Tag, um eine Meisterschaft auszutragen. Und unser erster, was? Unser erstes Team, das heute antreten wird, hat bisher eine spektakuläre Saison bestritten. In den Hausfarben Grün und Silber präsentiere ich Team Slytherin! Nichts gegen euch Slytherins, ich habe ein grünes Oberteil, das zeigt, dass ich, fair bin. Aber buh! Aber ihnen steht heute ein schweres Spiel bevor. Denn auf der anderen Seite stehen die zweimaligen Champions von Hogwarts und hier, um ihren Titel zu verteidigen. Eine Runde Hogwarts-Applaus für das Quidditch-Team von Hufflepuff! Yay, woo! Yay, Hufflepuff, 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 yay! Was war das gerade für ein Move von dem? Weird. Daniel, ich will ein Kind von dir! Woo, wir lieben dich! Yeah! Oh, da war wieder Penny, Leute. Und zuletzt unsere Hüterin des Quaffels und geschätzte Schiedsrichterin Madame Hooch. Das Quidditch-Pokalfinale hat offiziell begonnen. Okay, dann wollen wir mal, Leute. Mit einem eindrucksvollen Spielzug sichert sich Slytherin den Quaffel und ist auf dem Weg in Richtung Torringe. Die Frage ist, kann Granger die Spielzüge von Slytherin vorausahnen und verhindern, dass sie punkten? Ja, natürlich, klar, ich bin der beste Hüter der Welt. Aber warte mal, jetzt muss ich mich, glaube ich, ein bisschen konzentrieren, glaube ich. Weil die Finale-Runden sind immer ein bisschen schwieriger. Die Frage ist, ob das auch in diesem Fall so ist und ab wann, weil die ersten Aufgaben sind immer noch ein bisschen einfacher. Boah, das war knapp. Sind immer noch ein bisschen einfacher als die späteren. Ich versuche mal wieder ein perfektes Spiel zu schaffen, aber ich glaube, das wird nicht funktionieren. So, sind wir hier beim Quidditch oder im Wahrsagen? Denn Granger hat diesen Spielzug vorausgeahnt, noch bevor er begonnen hat. Ja, das ist mein Sohn. Was? Slytherin hat Blut geleckt und einer ihrer Treiber schießt einen Klatscher genau in Richtung von Granger. Aber kann der Hüter von Hufflepuff den Klatscher des Treibers unter Kontrolle bringen? Gleich werden wir es herausfinden. Ja, jetzt bin ich aber auch mal gespannt hier. Oh Gott. Boah, da, schon wieder. Hui! Okay, knappe Geschichte. Oh. Alter. Heute habe ich ja Reflexe wie jemand, der gute Reflexe hat. Alter, Leute. Das zweite Ding und einfach schon wieder perfekt. Also nicht nur bestanden, sondern einfach perfekt. Wahnsinn. Granger weicht dem Klatscher von Slytherin aus und die Verteidigung von Hufflepuff ist nicht durchzukriegen. Durchzudringen. Ich hasse diesen Jungen. Ja, ich denke, sowas haben die gerade gemurmelt.
Granger ist zwar dem Ansturm der Treiber von Slytherin entgangen, aber sie setzen ihren Angriff fort. Wenn Hufflepuff weiterhin Chancen auf den Sieg haben will, müssen sie darauf hoffen, dass Granger den Quaffle zurückholen kann. Okay, ich gebe mir Mühe. Aber hey, bisher läuft ja alles wie am Schnürchen. Oh. Wupp. Es ist immer noch nicht schneller, glaube ich, oder? Wupp. Ich konzentriere mich. Ich könnte wirklich ein perfektes Spiel schaffen, Leute. Und das in einem Quidditch-Pokalfinale. WTF. Es läuft echt gut. Was für ein Tritt von Granger. Der Quaffle ist bei Hufflepuff und dieses Match ist heißer als das Hinterteil einer Feuerkrabbe. Aber nicht heißer als das Hinterteil von Penny. Wer hat das gesagt? Gut. Weiter geht's, Leute. Müssten, glaube ich, noch zwei Runden sein. Die Treiber von Slytherin sinnen auf Rache, nachdem sie Granger beinahe von seinem Besen gestoßen hätten. Granger hat eine Chance von 7,6% diesen Schuss abzuwehren, aber in einem Quidditch-Pokalfinale ist alles möglich. Warte, 7,6%? Ist aber nicht viel. Dann wollen wir mal gucken, ob das wirklich jetzt so schwer ist, dass diese Prozentzahl gerechtfertigt ist. Nö, eigentlich nicht. Ey, Leute, was ist denn los? Es wird ein perfektes Spiel. Bäm. Also verlieren können wir, glaube ich, gar nicht mehr. Und noch eine Runde. Einfach genial. Granger hat den Quaffle vom Besen hängend abgewehrt. Yeah. Komm, Gesichtsbemalungskind. Sorg für Stimmung. Oh Mann, das wird das beste Spiel. Oh mein Gott. Slytherin muss jetzt dringend etwas Bodengut machen. Und das könnte die Chance sein, auf die das Team gewartet hat. Sie haben eine freie Schussbahn, aber noch ist für Hufflepuff nicht alles verloren. Granger sieht aus, als würde er eine Falle vorbereiten. Okay, Leute, letztes Manöver. Wenn ich das jetzt noch perfekt schaffe, dann habe ich alles perfekt geschafft. Nein! Nein! Es hat ganz kurz gebackt. Ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme gesehen hat. Es hat ganz kurz... Das gibt es nicht. Oh Gott, es hat nur... Oh Gott. Mann, nur wegen einem Bug. Ich hoffe, man sieht das in der Aufnahme. Es ist keine Ausrede. Wirklich, hat ganz kurz gehangen und dadurch habe ich den Klatscher berührt. Ja, Slytherin hat angebissen und ist auf die perfekt ausgeführte Finte von Granger hereingefallen. Oh, guck mal, wer da ist, Leute. Darf der da überhaupt sein? Oh Mann, ey, ich hätte einfach 20 Energiepunkte bekommen dafür. Einsammeln. Naja, egal. Immer ein bisschen was. Und genau so explosiv, wie sie begonnen hat, kommt diese Partie zu einem absolut atemberaubenden Abschluss. Yay, wuhu, juhu, Daniel, ich liebe dich, ich will 32 Kinder. Ich habe das Ergebnis berechnet und... Und? Sollte man nicht vorher schon wissen, wer gewonnen hat? Es ist eine vernichtende Niederlage, 290 zu 160, absolut überwältigend. Hexen und Zauberer, Lehrer und Schüler... Ich präsentiere euch die dreimaligen Quidditch-Pokalsieger. Hufflepuff. Wie unerwartet. Ja. Mhm. Yay, Feuerwerk. So, war das jetzt die offiziell letzte Saison? Ich bezweifle es ein bisschen. Obwohl sie es eigentlich sein müsste, weil pro Schuljahr eine Saison und wir sind im siebten Schuljahr. Also, wir haben es geschafft. Wir haben den Quidditch-Pokal gewonnen. Letztendlich ist alles perfekt. Achso, Mann, ich muss die Namen lesen. Letztendlich ist alles perfekt zusammengekommen und Glück hatte überhaupt nichts damit zu tun. Deine Technik war absolut umwerfend, Daniel. Das ganze Team hat unglaublich motiviert gespielt. Ja, durchaus. Und eure Strategie war auch einfach überragend. Deine Finte war absolut makellos und wie erwartet ist Slytherin darauf reingefallen. Badger, du hast dir das Spiel angeschaut? Das hätte ich um nichts in der Welt verpasst. Es war die spannendste Partie, die ich seit sehr, 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 sehr langer Zeit gesehen habe. Und mein Glück scheint sich eindeutig bereits zum Besseren zu wenden. Denn ich habe das Gefühl, dass ich mich glücklich schätzen kann, weil ich die Gelegenheit hatte, euer herausragendes Team in Aktion zu erleben. Danke, Badger. Es freut mich, dass Hufflepuff dir helfen konnte, dein Glück zu wenden.
Apropos herausragendes Team. Es ist an der Zeit, in die große Halle zu gehen. Dort wird Madame Hooch Hufflepuff den Quidditch-Pokal übergeben. Oh, Leute. Das heißt, es erwartet uns jetzt nur eine Aufgabe. Und ich bin ganz ehrlich, ich tendiere tatsächlich dazu, nur dieses Event jetzt erstmal in der Folge zu beenden. Weil sonst wird die Folge überlang und dann haben wir zumindest noch etwas, worauf wir uns nächste Folge freuen können. Wenn ich es aber nicht ganz vercheckt habe, müsste heute Sonntag sein. Das bedeutet, morgen wäre die nächste Folge direkt. Und dann werden wir auch das Finale der Hauptstory stattfinden lassen. Aber ja, ich habe das nicht mitberechnet, dass das hier nochmal eine separate Aufgabe wird. Naja, machen wir das jetzt erstmal. Ab in die große Halle. Uiuiuiui, willkommen zur diesjährigen Quidditch-Pokalverleihung. Das diesjährige Turnier war sehr eindrucksvoll und das Geschick und der Siegeswille aller Teams war beispielhaft. Aber obwohl beide Teams ehrenhaft um den Titel gekämpft haben, kann es nur einen Sieger geben. Daher ist es mir eine Freude, den dreifachen Siegern und Titelverteidigern den Quidditch-Pokal zu übergeben. Hufflepuff! Oh, ich habe das noch nie in einer anderen Farbe gesehen, das Ding. Yay, wuhu! Vielen Dank, Madame Hooch. Als amtierender Kapitän des Teams nehme ich diesen Pokal im Namen von Hufflepuff an. Unser Team hatte zahlreiche Hindernisse und Schwierigkeiten zu überwinden, um in dieser Saison an diesen Punkt zu kommen. Sowie eine Menge wichtiger Faktoren, die dazu beigetragen haben, dass Hufflepuff diese Meisterschaft gewinnen konnte. Was glauben Sie, welcher Faktor am wichtigsten für das Comeback Ihres Teams war? Unsere Balance als Team? Meine herausragenden Führungsqualitäten? Orions Rückkehr? Ja, natürlich meine Führungsqualitäten, Leute. Ich bin Daniel Granger. Mit meinen Führungsqualitäten als Kapitän habe ich unserem Team dabei geholfen, viele schwere Herausforderungen zu überwinden. Und mit etwas Kreativität und Improvisation haben wir sie alle gemeistert. Du hast Hufflepuff von der Sperre befreit, dem Team zur Balance geholfen und das Spielfeld vor Gnomen gerettet. Kein Besen kann fliegen, ohne dass ihn jemand lenkt. Und als amtierender Kapitän von Hufflepuff hast du uns in dieser Saison mit einer starken Hand gelenkt, Daniel. Ja, die ist mega da. Danke, Orion, du Jesus-Zwiebel. Ich habe mir größte Mühe gegeben, das Team in deiner Abwesenheit in die richtige Richtung zu dirigieren. Als amtierender Kapitän haben sie das Team ehrenhaft, ehrlich und fair geleitet, Mr. Granger. Ich freue mich sehr darauf zu sehen, was die nächste Saison für das Quidditch-Team von Hufflepuff bereithält. Aber fürs Erste gratuliere ich Ihnen zum diesjährigen Quidditch-Pokal. Dankeschön. Der dritte Quidditch-Pokal abgeschlossen. 5 Edelsteine, 30 Hauspunkte, irgend so eine Klamotte. Und, ja, mein Quidditch-Pokal einsammeln. Und Ticket für die Liebe? Oh, die irgendwas für Penny habe ich auch noch freigeschaltet. Ja, immer gerne, Leute, immer gerne. Nice. Ja, das war das große Quidditch-Pokalfinale und das Event dazu. Das dritte wohlgemerkt. Die Frage ist jetzt, wie geht es da eigentlich weiter? Ja, aktuell noch gar nicht. Also da müssen wir wohl warten, bis dann das neue Update kommt. Wobei es, wie gesagt, völlig unlogisch wäre, wenn da noch eine Saison folgt. Aber naja, wir kennen alle Hogwarts Mystery, deswegen bleibt es abzuwarten. Ich bin da noch etwas zwiegespalten. Aber ja, in der nächsten Folge werden wir das Finale von der Hauptstory, sprich von Kapitel 32 aus Jahr 7 beenden und das Urteil erfahren. Ich bin mega gespannt, was dort passieren wird und ja, was da herauskommen wird vor allem. Und wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, gerne ein Abo auf meinem Logo an der Seite und dann sehen wir uns wieder, wenn heute Sonntag ist, morgen direkt wieder zu einer ebenso interessanten und wichtigen Folge. Ich freue mich auf euch, Leute, wünsche euch einen schönen Tag und bis dann. Ciao zusammen.